Ja, hallo und willkommen auf dem Kanal von MMOG-Welt. Ich bin der Tanum und wir beginnen unsere Let's Play-Reihe mit Albion Online. Wer es noch nicht kennt, Albion Online ist ein Sandbox-MMO, welches dem Spieler viele Freiheiten gewährt. Also das Wirtschaftssystem soll komplett in Spielerhand sein, die Territoriumskämpfe, also die Gilden gegen Gildenkämpfe, sind da in Spielerhand und es befindet sich momentan in der Winter Alpha. Das heißt, wer dieses Spiel spielen möchte, muss sich leider ein Gründerpaket kaufen. Ein Gründerpaket geht bei 99, 95 Dollar los und hört bei 29, 95 Dollar auf. Wer allerdings das Spiel jetzt schon spielen möchte, der muss leider die 99,95 bzw. 49,95 zahlen, denn dieses Gründerpaket für 29,95 beinhaltet nur den Start der Closed Beta. Und da nach der Winteralpha noch eine Sommeralpha kommen soll, im Quartal 2, soweit ich das jetzt noch weiß, wird es noch mehrere Monate dauern, bis die Spieler dann des Veteranenpakets, so heißt es, in der Closed Beta spielen können. Ja, wie ihr schon seht, die Grafik ist leicht comichaft, was mich aber jetzt nicht weiter stört, weil ich muss sagen, mir ist die Grafik eines Spiels nicht so wichtig, sondern eher der Inhalt. Also freie Gestaltung, Player Housing, vor allen Dingen das Wirtschaftssystem, dass man wirklich selber alles craften muss. Man verliert auch seine Ausrüstung, die man trägt, bei Tod. Sprich, man muss eigentlich immer wieder craften. Also es ist nicht so wie in anderen Spielen, wo man stirbt und dann läuft man zu seiner Leiche hin. Alles ist wieder da. Nein, man verliert halt wirklich seine komplette Ausrüstung. Also muss man immer wieder dafür sorgen, dass man neue Sachen herstellt. Inwieweit jetzt das Loot der Monster und Bosse irgendwie die Ausrüstung stärker ist als das gecraftete, das bleibt abzuwarten. Das kommt ja auch immer darauf an, wenn die Sachen, die man lootet von Monstern, viel besser sind wie das gecraftete, dann macht das keiner und jeder haut nur die Monster für die Ausrüstung. Aber das sehen wir ja dann. Ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen. Ich wollte eigentlich von Anfang an euch das Spiel zeigen. Leider habe ich vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Und so habe ich erstmal 20 Minuten mit mir selber geredet. Der Anfang zu verpassen ist jetzt nicht weiter schlimm. Das war das erste Gebiet, wo man ein Tutorial hatte, wie man halt Sachen abbaut und wie man Gegenstände herstellen kann. Ja, warum heiße ich jetzt hier Blablub? Das ist auch noch so ein Ding. Ich habe jetzt einen Testcharakter erstellt, in der Hoffnung, dass ich diesen wieder löschen kann und zum Start der Let's Play-Reihe einen richtigen Namen auswählen, also entweder Tarnung oder MMOG-Welt. Leider musste ich feststellen, dass man den Charakter nicht löschen kann. Also die Option soll es später mal geben, auch wenn die Winteralpha vorbei ist, kommt ja ein Vibe und man kann einen neuen Charakter erstellen. Aber so lange muss ich halt jetzt mit Blablub rumlaufen. Ja. Wie gesagt, im Gründerpaket waren jetzt noch einige Sachen enthalten. An dieser Stelle danke an die Entwickler von Sandbox Interactive, die mir jetzt dieses Let's Play ermöglicht haben und mir einen Key gegeben, dass ich es spielen kann. Und persönlich interessiert mich das Spiel sehr, gerade aus den genannten Gründen. Ich war früher auch EVE Online-Spieler, wer das Spiel kennt. Und da ist es ja auch so, dass das ganze Wirtschaftssystem in Spielerhand ist und man auch alles verliert, wenn man getötet wird. Und ich denke mal, das macht gerade auch den Reiz aus. Zu Albion Online, wenn ich Albion lese und höre, muss ich irgendwie an die Daok-Zeit denken, also Dark Age of Camelot. Die älteren Spieler werden es vielleicht noch kennen, so
so dieses erste wirkliche MMO, lassen wir jetzt mal Ultima Online und Diablo 2 dahingestellt. Aber Darok war so für mich das erste Online-Spiel, wo auch richtig Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass Albion Online da auch wenn jetzt die Ansicht und die Grafik anders ist, da nahe rankommt. Ja, ich stehe jetzt hier schon mittlerweile im zweiten Gebiet, habe ein paar Sachen zu erledigen und schaue jetzt mal, dass ich Sachen erbeute und Kreaturen töte. Es gibt kein direktes Skillsystem, so wie dass man halt mit Level Up irgendwie Punkte verteilen kann. Es macht halt Learning by Doing, gehe ich stark davon aus. Also je mehr man abbaut, umso bessere Skills bekommt man dort. Je mehr man kämpft, umso bessere Kampfskills bekommt man. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie eine Begrenzung gibt an Skillpunkten, dass man sich halt wirklich entscheiden muss, wird man jetzt Handwerker, Erzabbauer oder wirklich Kämpfer oder Konstrukteur oder ob man wirklich alles machen kann und alles zum Max-Level hinkriegt. Steuerung ist halt per Maus. Man klickt es an, ich weiß es gar nicht, AWSD funktioniert nicht. Ups. Da muss gleich das Häschen dran glauben. Ich kann euch auch mal die Weltkarte schnell zeigen. Also sie ist schon recht groß. Und hier oben seht ihr ja den größten Bereich. Der ist noch unentdeckt. Also heißt das für mich, dass mit vielleicht der Sommer-Alpha oder mit der Closed Beta oder zum Release vielleicht dieses Gebiet auch noch eröffnet wird. Dann bleibt noch zu sagen, wie gesagt, man verliert bei Tod alles, was gerade jetzt hier im PvP schnell gehen kann. Da müsst ihr halt immer darauf achten, wo ihr gerade seid. Weil wenn man hier sieht, kann ja mal anklicken, Dunberg, safe. Das heißt, wenn man in diesem Gebiet ist, ist man eigentlich von Spielern geschützt, hoffe ich. Wohingegen, wenn man hier nehmen wir mal Wolf Creek PvP Limited. Also wenn man da reingeht, ich weiß nicht, was Limited heißt, aber wenn man in so ein Gebiet geht, muss man halt damit rechnen, dass man innerhalb von Sekunden irgendwie niedergemetzelt wird und seine ganze Ausrüstung verliert. Also sollte man vielleicht am Anfang diese Gebiete noch meiden. Mir gerade auffällt, bin ich auch nicht viel langsamer als dieser Reitochse. Aber dieser Ochse ist auch mehr zum Lastentragen. Wie gesagt, Spielerwirtschaft in eigener Hand. Man hat auch nur eine bestimmte Anzahl an Itemplätzen. Und mit diesem Ochsenkarren kann man halt viel mehr Sachen auf den Markt bringen, abbauen, etc. Das jetzt hier ist vielleicht, wo man sein Haus draufstellen kann. Ich habe ja auch schon ein Pferd. War ja im Gründerpaket dabei. Ah, for sale. 10.000. Jetzt
10.000 Silber. Um es zu erhalten, 1220 Gold alle 24 Stunden. Sprich, wenn man so ein Grundstück kauft und ein Haus draufsetzt, muss man also wirklich täglich dafür sorgen, dass es erhalten bleibt. Also sprich, einen Monat mal Urlaub machen, nicht einloggen und schon ist das Haus weg. So, aber ich will jetzt irgendwie Monster töten für meine Quest, aber irgendwie bin ich da noch in einer Stadt drin. Schauen wir mal hier. Eisen. Materialien sind natürlich auch immer unterschiedlich. Es geht dabei T1 Sachen los, die jetzt nicht so viel Wert haben. Und ich denke mal, je größer das Gebiet, umso bessere Sachen bekommt man auch. Aber ist halt auch ein gefährlicher dort. Macht ja schon der Fuchs fast fertig. Das wird jetzt T2 Leder sein. Was mir bis jetzt auffällt, es gibt keine wirklichen Questgeber. Also entweder es kommt noch später. Man hat halt unten gleich die Quests, die man lösen muss. Hier laufen schon andere Spieler rum, wo man einfach sieht, okay, das ist ein Magier. Mal schauen, ob wir uns da auch noch entscheiden müssen. Könnt ihr wenigstens den Fuchs leer machen. Ich soll ja nicht umsonst gestorben sein. Also wie ihr schon seht, es geht sehr viel hier um Rohstoffe, um Abbauen, um Craften. Ich habe jetzt noch nicht ein einziges Monster gesehen, was mich angreift. Nur Tiere, wo
Leder geben. Okay, man braucht auch verschiedene Werkzeuge für die. Also ich denke mal, für T2 Steine braucht man auch ein T2 Werkzeug. Und wie es aussieht, bin ich überladen. Der ein Totenkopf da. Jo Leute, das war es jetzt erstmal von mir, vom ersten Video. Der Ersteindruck ist ganz gut, also es ist alles verständlich erklärt. Die Grafik, ja, ist jetzt kein High-End, muss aber auch nicht sein. Es ist schon detailreich, hier laufen Flitzer rum. Und ich denke schon, dass das Spiel viel Potenzial hat, auch gerade mit dem Aspekt von, dass alles in Spielerhand ist. Es ist jetzt noch in der Alpha. Die Gebiete werden auch noch größer. Wir stehen jetzt gerade am Anfang, wo halt nur Craften angesagt ist. Aber mal schauen, wann wir da mal richtig kämpfen können. Auch vielleicht mal in den Dungeon gehen. Oder auf einen Spieler treffen, der einen umhaut. Und bis dahin bleibt gespannt und wartet auf das zweite Video. Macht's gut. Ciao.